Hallo Dino. Oh. Hast du Lust, am Dino-Rad zu drehen und zu schauen, was wir heute lernen? Mal sehen. Oh, die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt bald und wir werden die Spielregeln lernen. Und natürlich machen wir das mit einem Fußball. Und das ist auch keine Überraschung. Natürlich werden wir das auf einem Fußballplatz tun. Auf geht's, Dino. Hallo Leute, was für ein schöner Tag, um draußen zu sein. Was wollt ihr heute machen? Oh, die Fußball-Weltmeisterschaft steht vor der Tür und ihr wollt auch spielen? Aber kennt ihr denn die Spielregeln? Keine Sorge, das ist ganz einfach. Fangen wir mit dem Ziel des Fußballspiels an. Der Ball soll in das Tor eures Gegners. Jedes Mal, wenn ihr ein Tor schießt, erhaltet ihr einen Punkt. Einfach, oder? Dann schauen wir mal, was ihr drauf habt. Leute, ich glaube, es ist Zeit für die zweite Fußballregel. Ihr dürft den Ball nur mit den Füßen oder eurem Kopf spielen. Es sind keine Hände oder Schwänze oder sonst irgendwelche Körperteile erlaubt. Das war also kein Tor, Dino. Ach, es ist doch gar nicht leicht, alles zu wissen. Versuch es noch einmal. Vielleicht schießt du ja noch ein Tor. Wartet mal kurz, ihr zwei. Ich denke, es ist Zeit für die dritte Regel. Du darfst deinen Gegner weder schubsen noch umrempeln. Du kannst versuchen, ihn vom Ball wegzuschieben, aber nur mit deiner Schulter. Und auch dabei solltest du nicht zu brutal vorgehen. Das ist sehr nett, dass du Entschuldigung sagst, Dina. Lasst uns nochmal die Regeln durchgehen, damit ihr sie auch behaltet. Also, was müsst ihr tun, um einen Punkt zu erhalten? Das ist richtig. Der Ball muss über die Torlinie und zwischen die Torpfosten. Und mit welchem Teil deines Körpers darfst du den Ball spielen? Das ist richtig, Dina. Mit deinen Füßen. Deswegen heißt es auch Fußball. Du kannst aber auch deinen Kopf benutzen, wenn du möchtest. Und was ist die wichtigste Regel? Was darfst du nicht während des Spiels machen? Das ist richtig. Du darfst deinen Gegner nicht schubsen, nur wegschieben mit der Schulter. Toll gemacht, Leute. Ich denke, ihr habt's jetzt. Schlussendlich läuft es auf eine goldene Regel hinaus für alle Sportarten. Wisst ihr, wie die heißt? Man soll ein guter Sportsmann sein. Das ist richtig, Dina. Oder eine gute Sportsfrau. Viel Spaß beim Spielen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo Dino, hallo Dina, wie geht es euch? Habt ihr Lust, heute etwas Neues zu lernen? Ihr wisst, was zu tun ist. Presst auf den Knopf vom Dino-Rad und ihr seht, was wir heute lernen. Es ist das Farbenschild. Heute lernen wir etwas über die Farbe Gelb. Und schaut, es ist Marc der Zug. Großartig. Dann fangen wir an. Marc, der Zug ist hier, um uns bei der Suche nach der Farbe Gelb zu helfen. Dino, Dina, seid ihr beide bereit, loszufahren?
Okay, dann drückt auf Grün für los. Und los geht's. Okay, Dino und Dina. Ihr müsst auf unserer heutigen Zugfahrt nach der Farbe Gelb Ausschau halten. Was ist das da drüben, Dino? Das ist richtig, Dino. Es ist ein gelbes Gänseblümchen. Ist es nicht schön? Sollen wir es mitnehmen? Mal schauen, was wir noch finden können, das gelb ist. Dina, siehst du, was dort von den Bäumen hängt? Das ist richtig. Das sind ein paar gelbe Bananen. Sollen wir sie mitnehmen, Dina? Okay, Dina. Nehmen wir zwei mit. Eine für dich und eine für Dino. Eine Banane, zwei Bananen. Okay, Dinosaurier. Meint ihr, wir können noch mehr gelbe Sachen finden? Okay, auf geht's. Schaut, Dino und Dina, da ist ein gelber Vogel. Ist das nicht ein wunderschöner gelber Vogel, Dino? Warum fragst du nicht den gelben Vogel, ob er mit uns auf dem Zug fahren möchte? Wir haben heute 1, 2, 3 gelbe Sachen gefunden. Über welche Farbe haben wir heute etwas gelernt, Dino und Dina? Richtig, wir haben über die Farbe Gelb etwas gelernt. Wir haben ein gelbes Gänseblümchen gefunden. 2 gelbe Bananen. Und einen gelben Vogel. Gut gemacht, Dino und Dina. Was meinst du, Dina? Ob du jetzt deine gelbe Banane haben kannst? Aber natürlich kannst du das. Viel Spaß mit euren Bananen, Dino und Dina. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo Dino, hallo Dina. Habt ihr Lust, heute etwas Neues zu lernen? Sollen wir das Dino-Rad drehen und herausfinden, was ihr heute lernt? Mal schauen, wo das Dino-Rad anhält. Es ist das Zahlenfeld. Was kommt als nächstes? Eine Uhr. Und wo gehen wir hin? In den Park. Ihr werdet im Park lernen, die Uhrzeit abzulesen. Seid ihr aufgeregt? Heute werdet ihr etwas über Minuten lernen. Und schaut mal, was wir hier haben, um euch zu helfen. Eine riesige Uhr. Uhren haben die Zahlen 1 bis 12. Die Uhr hat 2 Pfeile, sie heißen Zeiger. Der kurze Zeiger zeigt die Stunde an. Und der lange Zeiger zeigt uns, wie viele Minuten der Stunde vergangen sind. Ergibt das soweit Sinn für euch? Keine Sorge, heute lernen wir nur etwas über Minuten. Dino, Dina, habt ihr Lust, die Zeiger der Uhr zu bewegen? Kannst du den Minutenzeiger so schieben, dass er auf 3 zeigt? Der Minutenzeiger ist der lange. Gut gemacht, Dino. Das ist eine Viertelstunde nach oder 15 Minuten nach. Kannst du den Minutenzeiger wieder auf den Beginn der Stunde schieben? Gut gemacht, Dino. Kannst du den Minutenzeiger auf die 6 schieben? Das ist großartig. Wenn der Minutenzeiger auf der 6 steht, bedeutet das, dass es halb nach ist oder 30 Minuten nach. Kannst du den Minutenzeiger zurück auf den Beginn der Stunde stellen? Wirst du müde, Dino? Du machst das richtig gut. Kannst du den Minutenzeiger auf die 9 stellen? Gut gemacht, Dino. Das ist eine Viertelstunde vor oder 45 Minuten nach. Dino? Oh nein, er ist eingeschlafen. Möchtest du eine Pause, Dino? Möchtest du es mal probieren, Dina?
Kannst du den Minutenzeiger zurück auf den Beginn der Stunde stellen, Dina? Mhm. Kannst du den Minutenzeiger einmal um die ganze Uhr schieben? Gut gemacht, Dina. Der Minutenzeiger steht auf der ganzen Stunde. Sollen wir die Uhrzeit noch einmal durchgehen? Viertel nach oder 15 Minuten nach? Halb nach oder 30 Minuten nach? Viertel vor oder 45 Minuten nach? Die volle Stunde. Gut gemacht, Dino und Dina. Hattet ihr Spaß heute? Das ist großartig. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Dino und Dina. Heute ist ein wundervoller Tag. Habt ihr Lust, etwas Neues zu lernen? Großartig. Dina, drück das Dino-Rad und wir werden sehen, worüber wir heute etwas lernen werden. Schaut, Dino und Dina. Es ist das Zahlenfeld. Mal schauen, was als nächstes anhält. Gemüse. Was wird als nächstes anhalten? Wir gehen zum Feld, um Gemüse zu holen und Zahlen zu lernen. Großartig! Sehr schön. Auf geht's. Wow, da ist aber eine Menge Gemüse. Fangen wir an. Schau, Dina, welches Gemüse wächst an diesen Pflanzen? Wow, Dinosaurier, das sind Tomaten. Eins, zwei und drei Tomaten. Wundervoll. Dino, Dina, schaut euch das andere Gemüse an. Oh, Dino, was ist denn das am Boden? Wundervoll, jetzt haben wir Kartoffeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs Tomaten und Kartoffeln. Gute Arbeit, Dino. Dina, du bist dran. Machen wir weiter. Schau, Dina, das sind Karotten. Ist das toll? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn Gemüse. Wundervoll! Dina, Dino, hervorragend gemacht! Freunde, wir haben heute so viele unterschiedliche Gemüse kennengelernt. Lasst sie uns wiederholen. Tomate, Kartoffel und Karotte. Ist das toll! Vielen Dank für die Hilfe, Dinosaurier. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Dino. Hallo, Dina. Wie geht es euch? Wow, Dina. Heute ist dein Geburtstag? Herzlichen Glückwunsch. Hast du Lust, etwas Neues an deinem Geburtstag zu lernen? Großartig. Dina, warum drückst du nicht das Dina-Rad und wir sehen, was wir heute lernen? Schau, es ist das Formenfeld. Mal sehen, was als nächstes anhält. Wir feiern eine Geburtstagsparty. Ich frage mich, wo? Oh wow, Dina! Was für eine tolle Geburtstagsüberraschung! Wir feiern eine Geburtstagsparty und lernen Formen im Park. Wie aufregend! Klingt das für euch nach Spaß, Dinosaurier? Haha! Okay, großartig. Dann auf geht's in den Park. Fangen wir an mit Partyhüten.
Weißt du, welche Form diese Partyhüte haben? Das ist richtig, Dino. Sie haben eine Kegelform. Wow, ihr beide seht so cool aus. Was kommt als nächstes? Das ist richtig, Dina. Wir brauchen Essen für eine Geburtstagsparty. Wisst ihr, in welche Formen dieser Käse geschnitten ist? Das ist richtig, Dina. Der Käse ist in Würfel geschnitten. Okay, Dino und Dina, da gibt es noch eine Form, die ihr heute lernt. Könnt ihr erraten, welche das ist? Schau, Dina, es ist ein Geburtstagsgeschenk für dich. Warum packst du es nicht aus und schaust mal, ob du uns sagen kannst, welche Form dein Geschenk hat? Schau, Dina. Es ist ein Discoball. Weißt du, wie die Form heißt? Das ist richtig, Dino. Es ist eine Kugelform. Deine Geburtstagsparty ist soweit, Dina. Könnt ihr euch noch an all die Formen erinnern, die wir heute gelernt haben? Das ist richtig, Dina. Ihr habt kegelförmige Hüte, würfelförmigen Käse und eine kugelförmige Discokugel. Herzlichen Glückwunsch, Dina. Viel Spaß bei deiner Party. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Dino. Hast du Lust, das Dino-Rad zu drehen und zu sehen, was wir heute tun werden? Na dann mal schauen. Wow, wir lernen etwas über Sommer und Hitze. Schnappt euch eure Schwimmsachen, Leute. Wir werden Wasser benutzen, um etwas darüber zu lernen. Und natürlich werden wir das draußen tun. Lass uns zur Wiese gehen, Dino. Hallo, Leute. Sieht so aus, als hättet ihr großen Spaß in der Sonne. Passt auf, dass ihr nicht zu heiß werdet. Die Sonne scheint heute besonders intensiv. Habt ihr Lust, ein paar Dinge zu lernen? Großartig. Als erstes achtet darauf, dass ihr genug trinkt. Wasser ist perfekt, wenn es so heiß ist. Dino, wo willst du hin? Guter Gedanke, Dino. Mit einem Glas wäre es zwar noch besser, aber man kann ja nicht alles haben. Großartig, jetzt seid ihr mit Flüssigkeit versorgt. Als nächstes müsst ihr daran denken, dass ihr in der Sonne immer etwas anhabt, damit ihr keinen Sonnenbrand bekommt. Habt ihr etwas zum Anziehen, damit ihr nicht zu viel Sonne abbekommt? Zwei Superhelden-Dinosaurier. Das ist perfekt, Leute. Und zum Schluss gibt es noch etwas, damit man nicht zu heiß wird. Ich wette, das wird euch jetzt gefallen. Lasst uns runter zum See gehen. Der spaßige Weg, um kühl zu bleiben, ist ein Bad zu nehmen. Genau das meine ich. Also, dies sind die drei Regeln, um nicht zu heiß zu werden. Als erstes, viel Wasser trinken. Zweitens, etwas anziehen, um Sonnenbrand zu vermeiden. Und drittens, um euch abzukühlen, geht einfach baden. Das war's für heute, Leute. Genießt euren Sommertag. Tschüss alle zusammen, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Hallo Dino, hallo Dina. Habt ihr Lust, Himmel und Hölle zu spielen und Zahlen zu lernen?
Großartig, dann fangen wir an. Eins, zwei. Schaut, da ist ein Hindernis. Da müsst ihr rüberhüpfen, Leute. Drei. Toll gemacht, Freunde. Hier müsst ihr euch für die richtige Richtung entscheiden. Die Nummer 4. Oder das Kreuz. Okay, dann auf zu Nummer 4. Vier und fünf. Wo ist die Nummer 6? Hey, schaut, hier ist sie ja. Meint ihr, ihr könnt auf die Nummer 6 springen? 6 und 7. Gut gemacht, Leute. Machen wir weiter. Ihr müsst euch hier für die richtige Richtung entscheiden. Das Kreuz? Oder die Nummer 8? Dann auf zu Nummer 8. 8 und 9. Der letzte Schritt, meine Freunde. Das schafft ihr. 10. Gut gemacht, Dino und Dina. Wollt ihr jetzt zurück zum Start? Wir können alle Zahlen wiederholen. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Das war fantastisch. Tschüss, Freunde. Wir sehen uns.